Marine Hein macht den Auftakt hier für die Linksfraktion. Mitverändert hat. Und so klagen heute Lehrerinnen und Lehrer, dass die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler immer schwerer zu motivieren sind, dass sie nicht wüssten, was sie wollen, dass die Familien sich zu wenig kümmerten und so fort. Ausbildungsbetriebe beklagen, dass die Disziplin und die Leistungsbereitschaft fehle, dass sie nicht gelernt hätten, die Jugendlichen pünktlich zu sein und so weiter. Und nun könnte man die alten Griechen zitieren, die alles Ähnliches über die Jugendlichen derzeit damals auch gesagt haben. Aber das hilft uns ja heute nicht weiter. In der Tat verlangen wir heute sehr viel von jungen Menschen. Und in der Tat sind Familien und Lehrkräfte oft nicht in der Lage, in dieser Situation die nötigen Hilfen zu bieten. Und auch darum hat sich in den letzten Jahrzehnten Schulsozialarbeit als ein Instrument entwickelt, das geeignet ist, das Lernen von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Und dabei ist Schulsozialarbeit ein Angebot für Kinder und Jugendliche, aber ebenso für Lehrkräfte und für Eltern. Und Schulsozialarbeit erübrigt nicht das soziale Engagement von Lehrerinnen und Lehrern. Und Schulsozialarbeit ist auch kein Ersatz für Freizeitangebote, etwa am Nachmittag in Ganztagsschulen. Sozialpädagogische Fachkräfte sehen oft Probleme, bevor sie wirklich aufbrechen. Und sie wissen Rat, wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht. Sie können Hilfen vermitteln und manchmal auch einfach Hilfen bieten. Und darum ist Schulsozialarbeit ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Schule von heute geworden. Aber Schulsozialarbeit ist noch lange nicht an jeder Schule verfügbar. Und schon dort, wo es sie gibt, ist sie nicht dauerhaft gesichert. Oftmals wird Schulsozialarbeit als Notnagel an vermeintlichen Problemschulen oder in sogenannten sozialen Brennpunkten angesehen. Und tatsächlich meint manche, an Gymnasien sei das alles gar nicht nötig. Aber erstens ist Schulsozialarbeit eben nicht die Feuerwehr, wenn die normale Bildungsarbeit versagt. Noch gibt es beim Lernen an Gymnasien weniger Probleme, es sind bestenfalls andere. Schulsozialarbeit ist darum an jeder Schule wichtig. Im Jahre 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen, durch das Kindern aus Hartz-IV-Familien zusätzliche Hilfen bei der für die Teilhabe gewährt werden sollten. In diesem Zusammenhang hat die SPD damals sozusagen als Preis für ihre Zustimmung 400 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich eingeklagt, aus denen unter anderem Schulsozialarbeit finanziert werden sollte. Auch wenn wir das Paket für fragwürdig halten, die 400 Millionen Euro sind in der Tat ein Segen gewesen. Das haben die Kommunen in aller Regel reichlich genutzt. Und es sind ungefähr 3.000 Schulsozialarbeiterinnenstellen davon finanziert worden. In meiner Heimatstadt Magdeburg konnte damit an 12 Grundschulen zusätzlich Schulsozialarbeit angeboten werden. An anderen Schulen wurde die Stundenzahl heraufgesetzt. Und viele Kommunen haben das ganz ähnlich gehandhabt. Das Dumme ist nur, dass dieser Geldregen bis zum Jahresende 2013 begrenzt war. Nun gibt es zwar noch das Bildungs- und Teilhabepaket, aber vom Bund nichts mehr für Schulsozialarbeit. Sie haben den Leuten Appetit gemacht und gezeigt, wie gut es sein könnte. Und nun müssen sie sehen, wo sie bleiben. Das halten wir für wenig sinnvoll. Und nun erklärte die Ministerin Frau Wanka, die Länder könnten ja schließlich aus den ab 2015 ersparten BAföG-Mitteln auch Schulsozialarbeit finanzieren. Doch das, glaube ich, ist eine Milchmädchenrechnung. Mit 400 Millionen Euro im Jahr kann man maximal 4.000 Stellen finanzieren. Bundesweit gibt es aber 34.000 allgemeinbildende Schulen und noch mal ungefähr 9.000 berufsbildende Schulen. Und wenn man nur an jeder Schule eine pädagogische Fachkraft haben möchte, dann wäre dazu ein Finanzvolumen von 1,7 Milliarden erforderlich. Und das ist weit mehr als die gesamte BAföG-Ersparnis. An großen Schulen bräuchte man natürlich nicht nur eine Fachkraft. Idealerweise, sagt man, für 150 Schülerinnen und Schüler sollte eine Fachkraft zur Verfügung stehen. Und wir haben 11 Millionen Kinder und Jugendliche derzeit, die derzeit an Schulen in Deutschland lernen. Rechnen können sie selber. Weil aber Schulsozialarbeit künftig aus der schulischen Bildungsarbeit nicht mehr wegzudenken ist, haben wir uns überlegt, wie man das lösen könnte.
Und dazu wollen wir einen eigenen Paragraphen im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankern. Das ist auch deshalb wichtig, dass Schulsozialarbeit nicht gegen die anderen Formen von Jugendhilfe ausgespielt wird, sondern als eigenständige neue Säule tatsächlich auch verankert werden kann. Und natürlich muss man das auch finanzieren. Und darum soll Schulsozialarbeit bei der Neuordnung der Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern in den nächsten Jahren berücksichtigt werden. Und bis das in Kraft treten kann, das wird so, wenn wir Glück haben, 2020 sein, dann bis dahin brauchen wir ein Förderprogramm, um Schulsozialarbeit flächendeckend aufzubauen. Dann sollte es über andere Dinge zu finanzieren sein. Wir sind uns sehr sicher, dass damit den Lehrenden und den Lernenden und den Familien gut geholfen werden kann und dass es mehr bringt als die halbseitigen Vorschläge so mancher Ministerin und mehr als noch viele ausgedachte neue Hilfsprogramme. Und wir sind uns auch sicher, es wird den Kindern und Jugendlichen helfen, bessere Lernergebnisse zu realisieren und für ihren Lebensweg entsprechend aufzubauen. Vielen Dank. Rosemarie Hein war das für die Linksfraktion, die bildungspolitische Sprecherin. Die Linke hat hier einen Antrag vorgelegt und will Schulsozialarbeit an allen Schulen sicherstellen. Allein die Finanzierung ist das Problem. Christiane Schwarzer, jetzt die nächste Rednerin für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, komme ich aus Berlin-Neukölln. Manche von Ihnen wissen sicherlich auch, dass ich dort 14 Jahre lang Kommunalpolitik mit dem Bereich oder in dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe gemacht habe. Diese lange Erfahrungszeit hat mir dabei geholfen, sehr gut einschätzen zu können, welchen Stellenwert Schulsozialarbeit für die Entwicklung unserer Kinder, aber auch für das Bildungssystem selbst hat, insbesondere an sogenannten Brennpunktschulen. Die Schulsozialarbeiter sind häufig Schnittstelle zwischen Schülern und Eltern, Lehrern und außerschulischen Aktivitäten. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche bei gesellschaftlicher Teilhabe, ebnen den Weg, um gleiche Startchancen bei der Bildung zu gleichen Chancen zu machen und einen guten Schulabschluss zu ermöglichen. Die Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen werden durch die pädagogische Arbeit der Schulsozialarbeiter nachhaltig verbessert. Diese hilft, eigenverantwortlich ins Berufsleben zu starten. Ich kenne keine Schule, die auf die wichtige Arbeit der Schulsozialarbeiter jemals wieder verzichten möchte, gerade weil die Sozialarbeiter an den Schulen einen hervorragenden Job machen. Und wenn Sie in Ihrem Antrag fordern, nur noch qualifiziertes Personal einzustellen, dann schwenkt da für mich ein erheblicher Teil an Kritik am aktuellen Status quo mit. Und zumindest ist diese Erfahrung, kann ich aus meiner Arbeit in Neukölln, vermutlich einer Kommune mit einer vergleichsweise hohen Dichte an sogenannten Brennpunktschulen, nicht teilen. Im Gegenteil, ich habe die Qualität. Sie kennen ja Berlin ganz gut, dann wissen Sie, was ich meine. Im Gegenteil, ich habe die Qualität der Arbeit der Schulsozialarbeiter als durchweg sehr gut wahrgenommen. Die Schüler bringen oft vielfältige Probleme mit, von kleinen Disputen zu Hause bis hin zur kriminellen Karriere ist oft alles dabei. Ich habe unsere Schulsozialarbeiter immer als aufopferungsvolle Anwälte der Jugendlichen erlebt, die sich mit vollem Einsatz und nach bestem Wissen und Gewissen um die Kinder und Jugendlichen bemühen und ihnen bei Bedarf auch ihre Grenzen aufzeigen. Dafür meine große Anerkennung und mein Dank. Und ich glaube doch, dass das ganze Haus sich diesem anschließen kann. In meiner Zeit als Kommunalpolitikerin bin ich oft an meine Grenzen gestoßen. Oft musste ich sagen, da können wir nichts machen, da muss der Bund ran. Im Bereich der Schulsozialarbeit jedoch wäre mir dieser Gedanke jedoch nie gekommen. Ich lerne auch immer wieder gerne dazu, aber in dem Fall nicht. Denn wer in den Kommunen arbeitet, wer möglicherweise gar Erfahrung in der Praxis gesammelt hat, der weiß besser als jeder andere, dass die Schulsozialarbeit am besten funktioniert, wenn sie möglichst kleinteilig und bedarfsgerecht organisiert ist. Denn ein Sozialpädagoge im Norden meines schönen Bezirks Neukölln hat sicherlich ganz andere Aufgaben und Schwerpunkte als einer in Ehingen, Würzburg oder Lüneburg. Und wenn ich den vorliegenden Antrag der Linken richtig verstehe, geht es ja ohnehin nur ums Bezahlen, aber nicht ums Organisieren, Lenken und Entscheiden. Und dennoch,
Obwohl wir bei der Schulsozialarbeit von einer Aufgabe sprechen, die im föderalen System klar den Ländern und den kommunalen Gebietskörperschaften zugeordnet ist, stellte der Bund in den Jahren 2011 bis 2013 zusätzliche Mittel zur Verfügung, um diese bei ihrer ureigenen Aufgabe zu unterstützen. Das haben Sie in Ihrem Antrag ja ganz richtig erkannt und auch dargelegt. Das Stichwort heißt hier jedoch Anschubfinanzierung. Gemeinsam wurde vereinbart, dass diese Anschubfinanzierung 2013 ausläuft. Und das ist auch gut so. Eine dauerhafte, zweckgebundene Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund verbietet das Grundgesetz. Die Zuständigkeit für das Schulwesen liegt allein bei den Ländern. Klar ist mir auch, dass Sie durch Ihre Forderung, die Finanzierung im SGB VIII zu verankern, umgehen wollen. Schlau gedacht. Aber Tatsache ist doch, Schularbeiter arbeiten im schulischen Raum. Und ohne Wenn und Aber sind wir hier im Bereich der Länderkompetenzen und der Kompetenzen der Kommunen. Darum widerspricht eine dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund dem Anspruch der Länder auf ihre Bildungshoheit. Und die Verantwortung der Länder für den Bildungsbereich spielt auch bei der Finanzierung eine große Rolle. Dennoch hat der Bund die Länder und Kommunen in den vergangenen Jahren und auch noch bis heute bei der Bewältigung ihrer eigenen Aufgaben so stark unterstützt wie nie zuvor. Lassen Sie mich noch zwei Dinge anmerken. Erstens, gerade ab dem Jahr 2014, in dem die 400 Millionen für die Schulsozialarbeit weggefallen sind, entlastet der Bund die Kommunen um einen riesigen Haushaltsposten. Er übernimmt seit diesem Jahr die Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung komplett von den Kommunen. Das hat das Parlament mit schwarz-gelber Mehrheit damals noch so beschlossen. Über 18 Milliarden Euro Entlastung bedeutet das für die Städte und für die Gemeinden allein bis zum Jahr 2016. Zweitens, nachdem die letzte Bundesregierung bei der Entlastung der Kommunen Geschichte geschrieben hat, tut es ihr diese Bundesregierung bei der Entlastung der Länder gleich. Mit der Übernahme der vollen Finanzierung des BAföG durch den Bund zum Jahresbeginn 2015 entlastet der Bund die Länder künftig jährlich um 1,2 Milliarden Euro. Aber das wissen Sie alle. Wir sehen, der Bund übernimmt seine Aufgabe, die Kommunen und Länder bei ihren wiederum vielfältigen Aufgaben zu unterstützen, sehr ernst. Hier kommen wir aber in einem Bereich, wo wir von einer ureigenen Aufgabe der Länder in unserem föderalen System sprechen. Und darum sagen wir, ja, natürlich, Schulsozialarbeit an jeder Schule ist wichtig, das ist vollkommen unstrittig. Und ja, um die Arbeit vernünftig zu leisten, braucht man eine auskömmliche Finanzierung. Wir sagen aber auch, das müssen die Länder und die Kommunen selbst machen. Jetzt liegt der Ball dort, um diese großen Einsparungen sinnvoll zu nutzen. Mein Rat, setzen Sie etwas von dem Geld in die Schulsozialarbeit ein. Wir sind uns einig, dass es dort besonders gut angelegt ist. Im Sinne der Schulsozialarbeit. Vielen Dank. Christiane Schwarzer war das für die CDU-CSU-Fraktion. Der Ball liegt bei den Kommunen und bei den Ländern, sagt sie, wenn die Schulsozialarbeit künftig weiter gut finanziert werden soll. Der Bund kann sich in diesem Bereich, nämlich Bildung ist Ländersache, nicht einmischen. Die nächste Rednerin hier, Beate Walter-Rosenheimer für die Bündnisgrün, Sprecherin für Jugendpolitik. Zunächst einmal möchte ich was Ungewöhnliches tun und mich bei Ihnen, liebe Frau Hein, bedanken und bei der Fraktion der Linken, dass Sie dieses Thema aufgesetzt haben mit Ihrem Antrag und wir heute über so ein wichtiges Thema hier noch mal debattieren dürfen in diesem Hohen Haus. Warum mir das so wichtig ist. Die Schulsozialarbeit in Deutschland ist ein unverzichtbares Element für unsere Schulen. Das haben wir gerade auch gehört. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Schule heutzutage einfach nicht mehr länger nur ein Ort sein darf, wo man Wissen und Fakten vermittelt, wo die abgefragt werden, an dem gepaukt, geprüft, benotet und bewertet wird, sondern Schule soll Kindern auch die Möglichkeit bieten, sich zu entfalten, sich wohlzufühlen, unterschiedliche Erfahrungen zu machen und sie soll vor allem auch die persönliche Entwicklung fördern. Denn Schule ist auch Lebensraum und gerade in Ganztagsschulen ist das von ganz zentraler Bedeutung. Und auch das Thema Inklusion an unseren Schulen stellt uns natürlich vor diese Herausforderungen. Schulsozialarbeit bereitet den Weg zu echter Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem. Sie unterstützt diesen Weg und sie ermöglicht Unterstützung in einer Art und Weise, wie das im regelhaften Schulalltag leider nicht möglich ist.
Sie haben es auch schon genannt, wie oft hören wir von Brennpunktschulen, wie oft hören wir auch von Schülern und Schülerinnen, die nicht beschulbar seien. Wie oft hören wir von Kindern, die schon in der Grundschule total überfordert sind, die den Erwartungen, die man an sie richtet, da schon nicht mehr gerecht werden und die zu Hause keine Unterstützung finden. Hier gibt es Formen von Zusammenarbeit und sozialem Lernen in der Schulsozialarbeit, die viele Kinder und Jugendliche eben sonst nicht kennenlernen. Gruppenarbeit, Beratung bei schulischen und persönlichen Problemen, Projektarbeit, Erlebnispädagogik, aber auch berufsorientierte Angebote. Und das auch ist auch etwas ganz, ganz Wesentliches, denn Bildung ist ja auch Charakterbildung und sie ist auch Zukunftsförderung. Und gerade auch die Frage, was mache ich nach der Schule, wer bereitet mich auf das Leben danach vor, wer begleitet mich, das brauchen wir dringender denn je. Und mit der notwendigen Zuwendung jenseits von Mathe, von Physik, von Englisch können wir Talente und Potenziale unserer Jugendlichen entdecken und fördern, die sonst vielleicht irgendwo untergehen. Schulsozialarbeit ist also Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Und wenn wir all die Chancen anschauen, die sie bietet, dann finde ich es sehr schade, dass deutschlandweit immer noch so wenig Schulen Schulsozialarbeit haben. Und das ist ein Missstand, den wir gerne beheben würden und dass jetzt auch noch die Finanzierung ins Wanken gerät. Und das ist einfach so. Und dass ziemlich unklar ist, wie manche Projekte weiterfinanziert werden können, das ist mehr als bedauerlich. Bis Ende 2013 wurde die Schulsozialarbeit, wir haben es ja gehört, über das Bildungs- und Teilhabepaket durch den Bund mit unterstützt. Das war eine gute Sache, aber es war schon auch in der Ausgestaltung ein bürokratisches Monster. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist nicht klar, wo und wie die Gelder in den Kommunen und Ländern wirklich geflossen sind. Es gab Kompromisse, Unklarheiten, Unzulänglichkeiten und negative Erfahrungen bei der Umsetzung gab es auch. Und die damit verbundene Hängepartie macht für uns deutlich, dass wir das Kooperationsverbot weghaben wollen, damit wir da mit den Ländern besser zusammenarbeiten können. Ja. Stimmen Sie mir zu, Herr Mutlu. Aber jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Hein, und zu Ihrem Antrag. Sie schlagen vor, Schulsozialarbeit als Regelleistung des Bundes zu installieren. Und das klingt erstmal, finde ich, wunderbar. Das ist gut aufgehoben. Das klingt, der Bund zahlt und kümmert sich um einen flächendeckenden Ausbau von Schulsozialarbeit. Das wäre ja sehr schön. Aber wenn wir genauer hinschauen, finde ich, in Ihrem Antrag fehlt der erforderliche Finanzierungsbedarf. Den konkretisieren Sie nicht. Und mit welchen Kosten so ein Ausbau verbunden ist, das finde ich in dem Antrag leider auch nicht. Was wir Grünen nicht wollen, ist eine Förderung mit der Gießkanne. Wir wollen bei Weitem nicht, also wir denken einfach, dass bei Weitem nicht alle Regionen und auch nicht alle Kommunen den gleichen Bedarf haben. Nicht jede Schule hat den gleichen Bedarf. Und wir finden hier die Möglichkeit regionaler Förderung oder auch die Stärkung einzelner Schulen durchaus ein gewichtiges Argument. Frau Rosenhaber, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von der Kollegin Hein. Rosmarin Hein fragt für die Linksfraktion. Vielen Dank, Frau Rosenheimer, dass Sie das zulassen. Ich will nur eine kleine Korrektur anbieten, weil ich gerne möchte, dass wir auch über das reden, was wir tatsächlich beantragen. Und wir beantragen nicht eine Regelleistung des Bundes, sondern wir beantragen diese Schulsozialarbeit als Regelleistung in das Kinder- und Jugendhilfegesetz aufzunehmen. Genauso wie es dort übrigens auch den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt, was ja auch eine Aufgabe von Ländern und Kommunen und keine vorrangig des Bundes ist. Also insofern würde sich das nicht beißen. Wir wollen, und die Finanzierung habe ich nachgetragen, und sie steht auch drin. Wir gehen eben nicht davon aus, dass der Bund hier dauerhaft bestimmte Summen in die Kommunen gibt, sondern dass es entsprechend vorbereitet und verrechnet wird mit dem Bund-Länder-Finanzbeziehung, also über den Länderfinanzausgleich. Okay, gut. Danke für diese Klarstellung. Darf ich einmal unterbrechen, liebe Kollegen? Ich erinnere Sie daran, dass unsere Geschäftsordnung Zwischenfragen zulässt. Zwischenfragen. Dann beantworte ich. Intervention gibt es auch, ist aber ein anderes Instrument. Zwischenfragen bitte. Also das ist auf jeden Fall wunderbar, dass ich das jetzt weiß, weil wir sagen auch, dass eben zum Beispiel der Landkreis Starnberg bei mir zu Hause mit Sicherheit in dieser Hinsicht ganz andere Bedürfnisse hat, als jetzt, was weiß ich, auch was die finanzielle Ausstattung angeht, was den Bedarf angeht, als jetzt zum Beispiel Dortmund. Und ich habe Ihre Antwort, Ihre Frage vernommen und Sie dürfen sich widersetzen. Setzen 1. Also. Das gehört aber nicht zur Schulsozialarbeit. Ermutigung ja, aber nicht setzen 1. Motivation, sehr wichtig. Also, wir Grüne setzen uns dafür ein,
dass diese Schulen, die das brauchen, gestärkt werden. Und wir fragen eben auch, ob es spezielle Bedarfe gibt. Es gibt einfach Gegenden, wo demografischer Wandel, fehlende Infrastruktur und so weiter auch ganz andere Bedarfe schafft. Was wir nicht wollen, ist eben einen neuen Bürokratieberg durch eine Regelung. Da bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Ich möchte eben nicht, dass wir wieder so etwas Ähnliches haben, wo dann auch ziemlich unklar ist, wie komme ich an die Leistung. Wir brauchen eine klare, eine transparente, eine bedarfsgerechte und verstetigte Finanzierung. Und ich finde schon unsäglich, dass wirksame Projekte nach zwei, drei Jahren immer wieder auslaufen, die Leute dastehen. Das haben wir ja in vielen Bereichen und dann nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ich glaube, hier gibt es noch viel Diskussionsbedarf. Und dann komme ich auch zum Ende. Ich finde so einen Gipfel, wie Sie vorgeschlagen haben, eine ganz gute Idee. Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Und ich finde, das können wir gemeinsam angehen im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen. Und ich sage danke fürs Zuhören. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Ulrike Bär das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Meine ganz persönliche kommunalpolitische Laufbahn ist aufs Engste mit dem Thema Schulsozialarbeit verknüpft. Als ehemalige bayerische Hauptschullehrerin kann ich mich nämlich nur zu gut an die frühen Diskussionen über Sinn oder Unsinn von Schulsozialarbeit erinnern. Aus genau dieser Zeit habe ich den Kommentar eines damaligen Stadtrates, ich verrate jetzt nicht, aus welcher Fraktion, jedenfalls nicht aus der SPD-Stadtratsfraktion, noch allzu gut im Ohr, der sich damals zu dem Thema Schulsozialarbeit folgendermaßen äußerte. Schulsozialarbeit? Sowas brauchen wir nicht. Wir haben doch einen Zaun um die Schule. Als kämen Probleme immer nur von außen, als könne man sich allein durch Abschottung ganz leicht davor schützen. Dazu kam die große Angst vor Stigmatisierung, wenn eine Schule sich die Blöße geben müsste, Unterstützung von außen noch dazu sozialpädagogisch in Anspruch zu nehmen, ja nehmen zu müssen. Diese Grundhaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Schule ging es nur ums Lernen und nicht auch ums Leben und um das Meistern ganz grundsätzlicher, persönlicher Herausforderungen, wozu es manchmal einfach schlicht auch der Hilfe von außen bedarf, gehört nun zum Glück der Vergangenheit an. Nun aber zu Ihrem Antrag. Natürlich halten auch wir in der SPD-Bundestagsfraktion die Sicherstellung der Schulsozialarbeit für ein wichtiges Mittel und Instrument, Schulen zum Lebensraum zu machen. Ganz abgesehen aber von verfassungsrechtlichen Grundsätzen und Finanzierungsregeln in unserem föderalen System sehe ich bei Ihrem Antrag ein ganz generelles Problem. Der Schulsozialarbeit, das gilt im Wesentlichen auch für die Kinder- und Jugendhilfe, wird von außen oft unüberlegt viel zu viel aufgebürdet. Beide werden als Platzhalter für eine Art Generalreparatur verwendet, als wenn man mit ein bisschen Schulsozialarbeit hier und ein bisschen Jugendsozialarbeit dort gesellschaftliche Probleme leicht und abschließend lösen könnte. Aber eine kurzsichtige Symptombehandlung bringt uns hier keinen Schritt weiter. Ein neuer Paragraph im SGB VIII löst nicht automatisch grundlegende Probleme. Die Kinder- und Jugendhilfe hat mit ihrem Ansatz, jedes Kind und jeden Jugendlichen bestmöglich in seiner Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, Erfolgsgeschichte geschrieben. Eine Erfolgsgeschichte, die wir unbedingt fortschreiben wollen. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Kinder- und Jugendhilfe zu einem inklusiven, effizienten, dauerhaft tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterzuentwickeln, und zwar in einem strukturierten und sorgfältigen Prozess. Diese Weiterentwicklung darf nämlich eben nicht in einer unüberlegten Überlastung und in einem vermeintlich einfachen Überstülpen zusätzlicher Zuständigkeiten münden. Wenn schon und solange Bildungs- und damit Schulpolitik in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt, sehe ich diese hier auch in der Verantwortung, gute Rahmenbedingungen für Schulsozialarbeit zu gewährleisten. Eine bundeseinheitliche Regelung der Schulsozialarbeit in Anbetracht des aktuellen schulischen und trägerspezifischen Flickenteppichs erscheint mir hier nach derzeitiger Gemengelage weder verfassungsrechtlich realisierbar noch sinnvoll. Die 400 Millionen jährlich, die die Länder durch Unterstützung des Bundes in den Jahren 2011 bis 2013 für Schulsozialarbeit verwenden konnten, haben gute Strukturen geschaffen. Heute und in den nächsten Jahren entlastet der Bund die Länder und Kommunen wiederum an anderer Stelle
wie beispielsweise im Rahmen der 6 Milliarden Euro für die Finanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen. Im Zuge dessen sehe ich auf Länderseite durchaus Spielraum für nachhaltige Investitionen in die Schulsozialarbeit. Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Sehr verwundert allerdings hat mich Ihre Forderung nach einem Schulsozialarbeitsgipfel auf Bundesebene. Denn eigentlich gilt es, die Autonomie einer Schule zu fördern und zu fordern. Und es gilt, dem Anspruch einer Bildungslandschaft der Zukunft gerecht zu werden. Nämlich Bildung, nämlich Schulen zu Bildungshäusern mit ihren ganz spezifischen Bedarfen und Profilen zu entwickeln. Und diese Bildungshäuser wiederum müssen sich vernetzen mit den Akteuren vor Ort, zum Beispiel mit der Jugendarbeit, aber auch mit den Mehrgenerationenhäusern oder auch mit Projekten im Rahmen der sozialen Stadt. Schule als Lebensraum darf auch nicht den Stempel Made in Berlin tragen. Was wir vielmehr brauchen, ist die Unterstützung und Stärkung der örtlichen Schulgemeinde mit ihrem breiten Erfahrungsschatz, den Schüler- und Elternvertretungen, den örtlichen Trägern, Lehrerinnen und Lehrern, die im Übrigen in ihrem Vorschlag zum Schulsozialarbeitsgipfel unerwähnt bleiben. Eine Top-Down-Strategie kann hier nicht der richtige Weg sein. Denn Schulsozialarbeit ist wie Brückenbauen. Am besten und am sichersten sind die Brücken dann, wenn die Menschen, die künftig auf ihr gehen wollen, sie selber mitbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ulrike Bahr war das für die SPD-Fraktion und wir erwarten jetzt am Rednerpult hier Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrte liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, hier auf den Tribünen, aber auch draußen an den Bildschirmen. Ausnahmsweise herrscht in diesem Hohen Haus heute einmal parteiübergreifend Einigkeit. Alle Parteien stimmen zumindest in dem Punkt überein, dass Schulsozialarbeit heute unverzichtbar ist. Ja, Frau Hein, bis jetzt haben Sie noch recht. Moderne Bildung darf sich nicht mehr nur auf die Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten beschränken, sie muss auch die Sozial- und Lernkompetenz der Schüler stärken. Für Lehrer ist es schwierig, sich neben der Vermittlung von Sach- und Fachkompetenzen und der Leistungsbewertung auch noch eingehend um die sozialen und individuellen Probleme der Schüler kümmern zu können und als neutrale Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Genau diese Lücke schließt, und darauf haben die Vorredner zum Teil schon hingewiesen, die Schulsozialarbeit. Mit ihrer sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechenden Methodenkenntnissen haben die Schulsozialarbeiter oftmals eine andere Herangehensweise an die Probleme des Schulalltags. Sie können sich für die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mehr Zeit nehmen, bei Schwierigkeiten gemeinsam mit den Beteiligten nach Lösungen suchen. Und vor allem aber arbeiten sie präventiv, um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken, Mobbing und Gewalt zu verhindern und Schulverweigerungen entgegenzutreten. Und schon die alten Lateiner wussten, non scule sed vitae discimus, auch das soziale Zusammenleben wird in der Schule eingeübt, wie man mit dem anderen umgeht, wie man sich in einer gesellschaftlichen Gefüge einfügt. Auch die Lehrer profitieren von den neutralen Vertrauenspersonen. Sie können sich vom Schulsozialarbeiter beraten lassen und bei Problemen im pädagogischen Alltag gemeinsam Strategien ausarbeiten. Auf Wunsch können selbstverständlich auch Eltern die Hilfe der Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen. Weil sie mit anderen Hilfsangeboten in der Kommune meist gut vernetzt sind, können Schulsozialarbeiter bei der Suche nach passenden Ansprechpartnern für die Lösung von Problemen helfen. Gerade in einer Zeit, in der Eltern leider immer mehr Verantwortung auch an die Schulen abgeben, gewinnen die Schulsozialarbeiter so gewaltig an Bedeutung. Es ist unbestritten, dass durch den täglichen Kontakt mit den Kindern wertvolle Unterstützer im Prozess des Erwachsenwerdens gefunden werden können. Die Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwischen Schulen, Familien und Jugendhilfe zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Mit gestärkten sozialen Kompetenzen können sich die Schülerinnen und Schüler besser auf den Unterricht konzentrieren. Damit steigen zugleich ihre Chancen auf einen guten Schulabschluss, der wiederum den Einstieg ins Berufsleben erleichtern kann. Ohne Schulsozialarbeit würde so manches benachteiligte Kind gleich ganz aus dem Bildungssystem herausfallen. Defizite, die die Kinder beispielsweise von zu Hause mitbringen, können durch konsequente Schulsozialarbeit ausgeglichen werden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine bisherigen Ausführungen, ich sehe es am Lächeln der Kollegin Hein, mögen für Sie wie aus einer Werbeveranstaltung für Schulsozialarbeit klingen. Und ja, bis jetzt hätten Sie öfters klatschen können, Frau Dr. Hein. Und ja, ich möchte ausdrücklich für Schulsozialarbeit werben.
meine sehr verehrten Damen und Herren, aber eben im Rahmen der verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten. Bei der Schulsozialarbeit handelt es sich, und da reicht schon aus, wenn man genau das Wort anschaut, Schulsozialarbeit um ein professionelles pädagogisches Angebot, das verfassungsrechtlich auf dem Gebiet der Allgemeinbildung und des Schulwesens bei den Ländern liegt. So ist es in unserer Verfassung normiert. Die Verantwortung nach dem klar vereinbarten Auslaufen dieser Anschubfinanzierung liegt bei den Ländern bzw. bei den kommunalen Gebietskörperschaften. Die Forderung nach einer Fortsetzung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln ignoriert, dass dieses Bundesprogramm von vornherein mit den Ländern auf eine Dauer von 3 Jahren vereinbart worden war. Und Frau Kollegin Hein, Sie sind erfahren genug, sind lang genug auch in diesem Parlament, um zu wissen, dass eine Verankerung in SGB VIII natürlich bedingt, dass die Länder dann auch sagen werden, wenn ihr diese Aufgabe uns zuweist, dann wo bleiben die Mittel? Das haben wir in vielen Bereichen bereits erlebt. Das heißt also, ganz ohne Geld werden die Kommunen natürlich eine Verankerung der Schulsozialarbeit in SGB VIII auch nicht zustimmen. Da müssen wir uns schon ehrlich machen. CDU und CSU hatten den Bundesländern für die Jahre 2011 bis 2013 jeweils 400 Millionen für die Schulsozialarbeit und für das außerschulische Hartmittagessen von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Dies wurde im Rahmen des Vermittlungsausschusses zum Bildungs- und Teilhabepaket Anfang 2011 beschlossen. Allerdings war dieses Geld, auch darauf wurde bereits hingewiesen, nur als Anschubfinanzierung gedacht, die im letzten Jahr auslief. Ab diesem Jahr liegt die Verantwortung für die Schulsozialarbeit wieder allein bei Ländern und Kommunen. Denn eine dauerhafte, zweckgebundene Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund verbietet, wie bereits ausgeführt, das Grundgesetz. Die Zuständigkeit für das Schulwesen liegt nun einmal bei den Ländern. Meine Vorrednerin, Frau Kollegin Schwarzer, hat bereits darauf hingewiesen, dass den Kommunen ab 2014 mit rund 5 Milliarden Euro aus der größten Kommunalentlastung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Vielfaches für die Kosten der Schulsozialarbeit zur Verfügung steht. Sie haben es im letzten Jahr mitbekommen. In 3 Stufen haben wir die Kommunen im SGB-12-Bereich entlastet. Darüber hinaus werden wir die Kommunen entlasten mit der kompletten Übernahme des BAföGs in den nächsten Jahren. Wir geben den Ländern eben Spielräume, um genau diese Aufgaben, die befristet von uns eben hier übernommen worden sind für 3 Jahre, dann wieder in Länderzuständigkeit, in kommunaler Zuständigkeit eben durchzuführen. Und es ist völlig richtig, durch die Kleinteiligkeit der vor Ort bestehenden unterschiedlichen Aufgabenstellungen sind die Kommunen, großer Respekt an die Gemeinderäte, an die Stadträte, an die Kreisräte, die da entsprechende Verantwortung tragen, viel mehr in der Lage zu wissen, wo welche Hilfe genau passgenau hinkommt. Und die werden das auch tun, da bin ich überzeugt davon. Jetzt brauchen wir einen Applaus. Und eins noch, Frau Kollegin Walder-Rosenheimer von den Grünen. Sie haben sich erfreut, erzeugt über den Antrag. Sie waren ja letzte Periode auch schon im Bundestag. Hätten Sie mal die Drucksache aus der 17. Wahlperiode mit der Nummer 11.870 herausgesucht. Da steht in einem Antrag der Linken vom 21. Februar 2013 drin, für ein neues Verständnis der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe, Schulsozialarbeit an allen Schulen, eine Fortführung der durch den Bund geförderten Schulsozialarbeit wurde vor Jahresfrist bereits gefordert. Alter Wein in neuen Schläuchen, meine Damen und Herren. Es hat sich an unserer Auffassung nichts geändert. Wir haben die Länder, wir haben die Kommunen massiv entlastet und werden eben schon hier Spielräume schaffen, dass die Länder, die Kommunen in der Zuständigkeit, wo sie es viel besser können, genau die Aufgabe machen, die Sie, glaube ich, mit einer großen Gießkanne den Bund eben hier angedeihen lassen. Das ist nicht der richtige Weg, Frau Kollegin. Wir werden leider eben hier Ihrem Ansinnen insofern nicht näher treten können. Tut mir fürchterlich leid, aber nochmal Respekt an alle Schulsozialarbeiter, an all die, die in den Schulen Verantwortung tragen, die uns helfen, Schülern die Möglichkeit zu geben, eine Bildung, eine Berufsausbildung eben dann zu machen. Finde ich ganz toll und ich freue mich auch über die Präsenz der Staatssekretärin bei uns in Familie, die Kollegin Ferner, der Kollege Felber und natürlich aus dem Bildungsministerium der Kollege Stefan Müller von der CSU. Schön, dass Sie alle da sind und zugehört haben. Dankeschön. Paul Lehry, da war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, eine freundliche Ablehnung, nicht der Schulsozialarbeit, aber des Antrags der Linken und wie darin formuliert ist, wie mit der Schulsozialarbeit umgegangen werden soll und mit der Finanzierung. Das findet hier keine Zustimmung. Bei der CDU, CSU und auch bei der SPD scheint das da skeptische Stimmen zu geben, wie wir schon bei vorherigen Rednern gehört haben. Hören wir jetzt von der SPD Fritz Felgentreu. Antrag vorgelegt. Vordergründig geht es um den bundesweiten Ausbau der Sozialarbeit an unseren Schulen. Aber im weiteren Sinne geht es doch um den großen Kontext Qualität an Schulen. In der SPD-Fraktion sind wir überzeugt, Kinder und Familie fördern wir am besten durch erstklassige Kitas und erstklassige Schulen. Aber was bedeutet das? Eine erstklassige Schule? Kleine Klassen und gute Ausstattung, natürlich.
einem Ganztagsunterricht, bei dem Lernen, Bewegung, Spiel und Muße in einem ausgewogenen Rhythmus über den ganzen Tag verteilt ist. Hausaufgabenhilfe, gesundes Schulessen, vielleicht sogar Heilfürsorge an der Schule. Und für viele wird die Schulsozialarbeit ein ganz wichtiger Baustein im Gefüge einer erstklassigen Schule sein. Gerade da, wo so eine Schule am dringendsten gebraucht wird und wo die meisten Kinder geboren werden, in den sozialen Brennpunkten unserer Republik. Ob es Schulsozialarbeit gibt, kann dafür entscheidend sein, dass ein junger Mensch in der Krise sich fängt, nicht sitzen bleibt oder seinen Abschluss schafft. Deshalb ist es richtig, dass wir auch hier im Deutschen Bundestag darüber nachdenken, wie wir die Schulsozialarbeit stärken können. Wir wissen ja, dass eine Stärkung gebraucht wird. Denn die Förderung der Schulsozialarbeit, Herr Lehry, der hat eben darüber gesprochen, die SPD in der vergangenen Legislaturperiode durchsetzen konnte und für die wir in unserem Wahlprogramm geworben haben, ist am 1. Januar 2014 ausgelaufen. Nicht nur das Land Nordrhein-Westfalen beklagt jetzt durchaus zu Recht, dass bundesweit 400 Millionen Euro im Jahr nicht mehr für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen. Und beruhigen Sie sich doch, ich komme doch gleich dazu. Ja, meine Damen und Herren, das Auslaufen dieser Förderung hat eine Lücke gerissen. Zunächst. Aber in dieser Legislaturperiode entlastet der Bund die Länder und Kommunen zusätzlich um 6 Milliarden Euro für die Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Weil es streng genommen nicht unmittelbar in diesen Zusammenhang gehört, will ich hier gar nicht groß darauf eingehen, dass die Kommunen bis 2016 außerdem um knapp 20 Milliarden entlastet worden sind, nachdem der Bund die Kosten für die Grundsicherung übernommen hat. Schon die 6 Milliarden zusätzlich für die Bildung machen den Verlust, der bei der Schulsozialarbeit entstanden ist, mehr als wett. Deswegen meine ich, dass die Koalition, Sie können doch eine Zwischenfrage stellen, wenn Sie so neugierig sind, und beruhigen Sie sich doch mal. Deswegen meine ich, dass die Koalition mit dieser Entlastung einen besseren Weg gefunden hat, um die Qualität von Schule zu verbessern, als Sie ihn vorschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken. Sie wollen im Zusammenhang der Jugendförderung regeln, dass Schulsozialarbeit überall als Regelleistung angeboten wird. Damit legen Sie aber schon ziemlich weitgehend fest, wie das Geld ausgegeben werden muss, das der Bund den Ländern und Kommunen zusätzlich zur Verfügung stellt. Wissen Sie, ich bin Abgeordneter aus Berlin-Neukölln. Mich erschreckt diese Vorstellung gar nicht. Natürlich wäre es schöner, bei uns im Bezirk frei über das Geld entscheiden zu können. Aber Schulsozialarbeit können wir in Neukölln an so ziemlich jeder Schule gut gebrauchen. Deshalb wäre eine solche Bestimmung aus unserer Sicht durchaus hilfreich. Andererseits, angewiesen sind wir auf diese Regelung ja nicht. Wir können ja auch so entscheiden, dass wir die zusätzlichen Mittel für Schulsozialarbeit ausgeben, wenn wir das wollen und wenn das nötig ist. Nun kann ich mir aber auch Gegenden und Schulen in Deutschland vorstellen, wo noch ein bisschen mehr heile Welt herrscht als im Berliner Brennpunktquartier. Die gibt es übrigens sogar in Neukölln. Die Politikerinnen und Politiker dort wollen doch mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, die Qualität ihrer Schulen vielleicht lieber mit anderen Maßnahmen verbessern, als mit Schulsozialarbeit, die dort nicht ganz so dringend gebraucht wird. Die Verbesserung der Schulqualität ist ein langfristiges Reformvorhaben. Wir werden in jeder Legislaturperiode dafür nachlegen müssen. Denn nirgendwo erreichen die Mittel, die wir für Familien einsetzen, Kinder und Jugendliche effektiver und gerechter als an der Kita und in der Schule. Aber weil wir den großen Wurf, der alle Probleme auf einmal löst, so nicht hinkriegen, ist es doch besser, den Ländern und Kommunen Spielraum zu lassen. Dann können sie ihre eigenen Prioritäten setzen. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, kleinere Schritte. Wobei 6 Milliarden ja gar nicht mal so ein kleiner Schritt sind. Und Entscheidungsfreiheit vor Ort, wo man die Probleme am besten kennt. Die verfassungsrechtlichen Probleme, die kann man lösen. Ne? Herr Lehrieder, Sie hatten davon gesprochen, dass wir keine Dauerfinanzierung der Schulsozialarbeit vom Bund aus machen können. Das ist zwar richtig, aber das haben wir ja streng genommen auch beim letzten Mal in den Jahren 11 bis 13 gar nicht gemacht. Das war eine Vereinbarung, die der Bund mit den Ländern hatte, aber entlastet wurden die Länder ja nicht durch eine direkte Finanzierung der Schulsozialarbeit, sondern sie wurden dadurch entlastet, dass der Bund einen Teil der Kosten für Wohnen im Hartz-IV-Bereich übernommen hat. Insofern, verfassungsrechtliche Hürden kann man sicherlich durch, ich sag mal,
kreative politische Ansätze auch umschiffen. Aber ich finde, der Ansatz ist einfach richtig zu sagen, man muss diese Entscheidung auf der Ebene lassen, wo sie im Moment gefällt wird. Am Ende kommt es doch für uns alle vor allen Dingen darauf an, dass alle Jugendlichen ihren Abschluss machen und dass sie damit hinterher einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz finden. Unsere Aufgabe hier ist es, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Und damit haben wir noch lange alle Hände voll zu tun. Da ist der Bund in der Pflicht. Für die Umsetzung im Einzelnen sind bei uns die Länder und Kommunen zuständig. Und wir sollten es bei der Sozialarbeit jetzt nicht auf einmal darauf anlegen, an diesem System etwas zu ändern. Ich danke Ihnen. Fritz Felgentreu war das für die SPD-Fraktion. Und der nächste und letzte Redner zu diesem Debattenpunkt hier, das soll sein Heinz Wiese für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schulsozialarbeit ist unbestritten eine sehr wichtige Aufgabe. Als Lehrer bringe ich die notwendige Wertschätzung natürlich selber mit und kann aber da nun auch auf meine eigene Erfahrung hinweisen, wie wertvoll es ist, wenn ein Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin einem Pädagogen zur Seite steht. Ich werde nachher noch mal darauf eingehen. Ich will aber vorweg schon sagen, dass aus meiner Sicht das nun in unserem föderalen System tatsächlich eine hoheitliche Aufgabe der Länder und Kommunen ist. Und wir haben natürlich bei der Schulsozialarbeit in dieser Hinsicht auch unsere Verfassung im Auge und wollen uns nach unserer Verfassung richten. Und wenn jetzt da nun mit SGB VIII durch die Hintertür irgendwo eine Zuständigkeit Richtung Berlin errungen werden soll oder erkämpft oder erstritten oder wie man das sagen möchte, dann meinen wir, dann ist es falsch. Wir sehen in der Schulsozialarbeit den Dreiklang von Bildung, Erziehung und Betreuung. Dabei rückt vor allen Dingen die Schulsozialarbeit in ihren Fokus die jeweilige Lebenslage und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Aber um das noch mal klar zu sagen, dafür ist nicht der Bund zuständig, sondern die Länder und Kommunen. Es war eine Freiwilligkeitsleistung, und da hat der Kollege Lehnrieder schon darauf hingewiesen, dass der Bund in den Jahren 2011 und bis 2013 zwar jeweils 400 Millionen für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt hat, aber nicht direkt, sondern im Zuge einer Umwegfinanzierung. Wir wissen ganz genau, wie das damals lief. Es war eine überhöhte Beteiligung an den Leistungen der Grundsicherung, und die waren nicht zweckgebunden. Deshalb hatte man da den Spielraum. Und das war eben klar, dass das nur eine vorübergehende Finanzierung ist, also quasi eine Anschubfinanzierung. Und dass die natürlich irgendwann ausläuft, das mussten ja alle Beteiligten wissen. Und da kann man sich da jetzt nicht anderweitig irgendwo hinter anderen Argumenten verstecken. Ich meine auch das, was im Antrag der Linken steht, meine Damen und Herren, dass immer dann, wenn der Bund da nun kein Geld mehr liefert, dass dann das Ganze ausläuft und dann das Ende bedeutet. Es kann überhaupt nicht sein, denn wir haben natürlich auch hier die Situation, dass der Bund auch dann in der Subsidiarität durchaus zur Verfügung stehen kann. Aber zunächst einmal muss man bei den eigentlichen Aufgaben der Länder und Kommunen festhalten, wer zuständig ist. Und wenn wir jetzt mal angucken, was sich der Bund nun alles in den letzten Jahren an Unterstützungsmaßnahmen leisten konnte, muss ich schon mal sagen, zur Konsolidierung auch der Länder und Haushalte der Kommunen, da ist es natürlich eine Summe, wenn man das anguckt, bei der Grundsicherung, bei der Erwerbsminderung, dass sich da in große Summen beläuft. Und wir wissen ja, dass jetzt natürlich in der mittelfristigen Finanzplanung von 2013 bis 2016 etwa eine Größenordnung von 20 Milliarden vorgesehen ist zur Entlastung der Länder und Kommunen. Und ich gehe mal davon aus,
dass so etwas so schnell nicht wiederkommt, und so etwas haben wir auch noch gar nicht erlebt. Da müssen wir heute froh sein und sagen, die Länder sind so ausgestattet, dass sie auch ihre eigenen Aufgaben schultern können. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in der Schulsozialarbeit geht es im Besonderen natürlich um Präventionsmaßnahmen. Es geht um individuelle Förderung, es geht um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Wir wollen da rechtzeitig prophylaktisch tätig werden. Schnittstelle, Schulen, Familien und Jugendhilfe wurde bereits von den Kollegen erwähnt. Das gilt natürlich für die Schulsozialarbeit an allen Schularten. Und ich stehe zu dem, was vorher auch betont wurde, dass nicht nur die Förderschulen, wo ich ja selber tätig war, und die Brennpunktschulen, sondern dass nun alle Schularten Schulsozialarbeit brauchen. Und ich möchte mal an dieser Stelle auch den über 3.000 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern herzlich danken für ihre wertvolle Arbeit, die sie jeden Tag leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Länder in den letzten Jahren spürbar entlastet und werden das auch in den kommenden Jahren tun. Wir haben am letzten Freitag hier im Hohen Hause eine Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht, dass wir das Kooperationsverbot entschärfen und dass wir das lockern in der Hinsicht, dass künftig eben der Bund auch bereits unten bei den Hochschulen sich so weit einmischen kann, dass auch dort Finanzierungsmöglichkeiten sucht. Und wir sind da dafür. Kooperation ist notwendig und richtig. Sie darf aber nicht in allen Fällen im Vordergrund stehen. Wir sind der Auffassung, dass es richtig ist, künftig im Hochschulbereich im Hinblick auf Forschung, Lehre, Wettbewerbsfähigkeit und auch künftige Exzellenzinitiativen Geld runterzugeben. Aber es gibt nicht nur das Kooperationsverbot, das wir jetzt ein Stück weit lockern, nicht abschaffen, wie die Grünen das wollen, sondern es gibt auch das Durchgriffsverbot. Wir wollen am Durchgriffsverbot durchaus festhalten. Durchgriffsverbot soll dann nicht bedeuten, dass auf allen möglichen Schauplätzen oder in allen möglichen Bereichen dann der Durchgriff des Bundes bis hinunter an die Kommunen, auf die Kommunen erfolgt. Da stehen wir dazu und an dem wollen wir auch künftig festhalten. Herr Kollege. Eine Bemerkung noch, Herr Präsident. Wir wollen natürlich das Geld, das wir da nun auch sparen und die Länder jetzt immer mehr Geld bekommen, auch beim BAföG durch die Übernahme durch den Bund, die 1,17 Milliarden. Da sollten die Länder bitte schön ihre Bildungseinrichtungen und Bildungsaufgaben wahrnehmen und nicht Haushaltslöcher stopfen. Und wir sind deshalb der Auffassung, dass auch dieses natürlich ein Gebot der Stunde ist, dass es auch bei der Hoheitsaufgabe künftig bei den Ländern bleiben muss. Und deshalb lehnen wir auch den Antrag der Grünen ab. Vielen Dank. Heinz Wiese war das für die CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner hier zu diesem Debattenpunkt.